Hey, guten Morgen, Leute. Ja, ich sitze in meiner Garderobe, wie immer, täglich grüßt das Murmeltier. Aber ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen gefrühstückt, habe jetzt noch einen Moment Zeit, dann geht's los mit Drehen bei mir und kann jetzt also noch mein Restfrühstück frühstücken. Guck mal, hier, so sieht es aus. Einmal Gurken-Tomatensalat, Kiwis, ein Ei. Und dann habe ich noch Gurkensalat für nachher, Ayran natürlich muss sein, Joghurt und dann habe ich hier noch meinen Fitness-Shake. Der ist super, der schmeckt nämlich nach Vanille und Früchten und der ist für ganz nachmittags. Wenn ich Bock kriege auf Süßigkeiten, dann trinke ich einfach den Shake und der macht mich satt und ist ganz süß und dann habe ich keine Lust mehr auf Süßigkeiten. Hat aber nur ganz wenig Kalorien und keinen Zucker. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ja, in letzter Zeit bin ich ja hier, könnte ich auch zur Ernährungswissenschaftlerin irgendwie umschulen, habe ich den Eindruck. Aber ja, Ernährung ist mir irgendwie ganz wichtig, insofern. Wenn man schon ansonsten irgendwie viel feiert und viel macht, was für den Körper anstrengend ist, dann sollte man sich wenigstens gut ernähren. Ja, Bums, schon wieder eine kleine Lehrstunde. Egal. Ich hoffe, euch geht's gut und ja, wünsche euch einen schönen Start in den Tag. Wetter ist ja eher ein bisschen bescheiden so, aber das wird wieder. Es wird wieder. Es wird wieder. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir einen schönen Sommer kriegen werden. Ja, ich freue mich auf heute Abend. Es geht los. Ich fliege heute Abend direkt nach Düsseldorf. Und habe dann noch ein paar Sachen wie Fitting, also Klamotten anprobieren und gucken, ob für morgen alles passt. Und dann geht's morgen los und ich bin schon wieder ein bisschen aufgeregt, weil es ist auch eine Live-Sendung und ja, ich singe natürlich live, insofern aufgeregt, aufgeregt, aufgeregt. Aber das wird schon. Es ist immer so, wenn man so sporadisch immer so zwei, drei Sendungen hat und jetzt nicht auf Tour ist, wo man jeden Tag so in dieser Routine drin ist, dann ist man total nervös, also ich zumindest. Ja, aber das wird schon. Ich bin ja eine alte Rampensau, insofern das kriege ich schon hin. Ja, ich zeige euch morgen mal ein bisschen Backstage den Kometen und guck mal, was ich da so Schickes finde und hoffe, dass ich nicht allzu sehr viel Stress habe. Ihr wisst ja, dass ich auch morgen früh bei volle Kanne Susanne bin, also das volle Programm wieder früh aufstehen, nichts mit ausschlafen, was soll's. Egal. Warum soll es mir besser gehen als vielen, vielen anderen? Also dann, seid lieb geknutscht und vielleicht zeige ich euch heute Abend nochmal was vom Fitting. Ich muss gucken, je nachdem, wie spät es wird. Ansonsten bis morgen. Tschüss!